Servus, liebe Freunde. Hallihallo. Herzlich willkommen zurück zum Bausimulator. Ja, wir sind erstmal auf dem Weg jetzt zum Baustoffhändler. Da müssen wir nämlich jetzt noch ein bisschen was einkaufen, denn wir brauchen noch zweimal Abwasserrohre. Ich hoffe jetzt mal, dass das nicht diese großen, dicken Brummer sind, sondern dass das die auf Palette sind. So, ich sollte jetzt nur noch gucken, dass ich hier auch den richtigen Ausgang finde. Ah, Hilfe. Mami. Ja, reicht glaube ich nicht ganz. Ich bremse lieber mal ab und fahr neu. So, kurz nochmal gucken. Baustoffhändler, alles klar, gut, passt. Gut, einmal Charlie sehen. Ja, und dann flitzen wir da entsprechend mal hin. So. Da oben ist Kieswerk, da fahren wir später hin. Wir müssen jetzt geradeaus hoch. Wie gesagt, fahren da gerade zum Baustoffhändler, gucken mal nach den Abwasserrohren. Ich hoffe, dass das passt, denn ich habe keine Lust, dann jetzt nochmal ewig hin und her zu fahren. Wir haben ja noch ein bisschen Platz auf der Pritsche drauf. Vielleicht reicht uns das ja sogar, damit wir die Rohre da entsprechend draufpacken können. So. Mit der Rasenwalze, klar, mit dem Verdichten da von der Walze habe ich übrigens auch noch Tipps von euch gekriegt. Ich habe mich da ja ein bisschen blöd angestellt, wegen immer wieder dann abschalten, ne, den Rüttler und dann drehen und alles braucht man nicht. Ich kann also auch genauso gut rückwärts damit fahren. Das werden wir dann, wenn wir so einen Auftrag haben, dann auch gern nochmal testen. Da bin ich natürlich immer für alle Sachen offen und dankbar. So, hier ist unser Baustoffhändler, ne? Lang, lang ist's her. Der Baustoffhändler unserer Anfangszeit. So, jetzt bin ich echt mal gespannt, was für Abwasserrohre uns hier erwarten. Davon brauchen wir, wenn ich es richtig noch weiß, zwei Stück. Wir gucken, genau zweimal Abwasserrohre. So, das heißt, wir steigen erstmal ab, reden mal mit dem Kurz und gucken mal, was der uns da jetzt aufs Auge drückt, der Knabe. Das heißt, Abwasserrohre, zwei Stück. So, einmal einkaufen, Dankeschön. So, jetzt schauen wir mal, wo das Zeug ist. Einmal hier wird drüber. Einmal einsteigen. Ach, sind Paletten, alles klar. Dann haben wir da kein Problem mit. Wunderbar. Dann kriegen wir das nämlich auf eine Fuhre drauf und dann ist gut. Und da auch noch danke für den Tipp vom Mekwuragu. Der hat nämlich auch noch geschrieben, ja, dass das Ganze hier so ein bisschen ja, chaotisch war und dann drunter gefallen ist beim letzten Mal mit den Dachziegeln, lag daran, dass ich die Ladung nicht verzurrt hatte. Das heißt, wenn da das Spiel neu gestartet wird, dann spawnt es anscheinend irgendwie neu. Und wenn das nicht verzurrt ist, gibt es da ein bisschen Problem. So. Jetzt werden wir erstmal das Ganze hier lösen. So, denn wir wollen ja auch entsprechend gucken, dass wir das noch ein bisschen mit dazu kriegen. So. Gehen wir gleich in den Baumodus, werden das Ganze mal hier ausklappen. So, und sobald er draußen ist, genau, können wir gleich rüberschwenken. Wunderbar. Können das auch, glaube ich, schon mal ein bisschen rausfahren. Denn ein bisschen Platz brauchen wir ja. Und ein Stück hoch. So, und dann schauen wir mal. Die haben sie, glaube ich, jetzt alle nach unten gesetzt, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Ja, alle beide. Gut, dann werden wir die erstmal am besten einsacken. Das heißt, mit der runter, mit dem hoch. Dann haben wir da ein bisschen bessere Reichweite und, glaube ich, können da ein bisschen besser agieren. So. Ein bisschen runter. Gucken, wie sieht das insgesamt so aus. Ja, der Arm ist ziemlich weit vorne, okay. Sollte aber passen. Ich hoffe, dass das jetzt auch vom Rausfahren passt. Ja, da ist ja zum Glück noch eins dran. Wunderbar. Dann ziehen wir uns den erstmal vorsichtig rauf. So, mal gucken, wie kurz die Kette ist. Na, nicht kurz genug. Das heißt, wir fahren hier erstmal ein Stück raus. Ein Stück hoch. So, und jetzt kann man den, immer noch nicht genug. So, haben wir es aber doch ganz gut erwischt. Wunderbar. Dann fahren wir das gleich wieder ein. Zum Glück sind das jetzt echt nur Paletten, weil dann können wir die einfach hier nebendran stellen. Das ist gar kein Problem. Das heißt, die drehen wir dann auch gleich. So, vielleicht noch ein Stückchen darüber. Die können wir die nämlich auch gleich da reinsetzen. Das gucke ich mir aber jetzt mal so ein bisschen von der Nähe an. So, ich glaube, da ist das etwas angenehmer zu sehen. So. Da rein, so, jetzt langsam mal runter. Okay, gleich noch ein Stückchen ranfahren. Ah, falsch. Darüber wollte ich. Oh, ich glaube, so kommen wir der Sache dann schon ganz gut hin. Ja, das sieht gut aus. So, noch mal kurz anheben, jetzt wieder absetzen. Ja, ich denke mal, so ist das okay. Lassen wir sie einfach mal so stehen. So, dann brauchen wir die zweite noch.
Und dann können wir uns wieder auf den Weg zu unserer Baustelle machen. Dann ist der Wagen schön vollgepackt. So, mal schauen, dass wir hier vernünftig rankommen. Das sieht man natürlich jetzt aus der Kamera nicht so gut. Das heißt, ja, am besten da nochmal ein Stück rein. Hier vielleicht runter. Und den aber dafür ein bisschen hochklappen. So, weil ich glaube, so kriegen wir das besser hin. Halt, da runter noch. So. Boah, sieht böse aus von der Perspektive, aber man sieht auch gar nicht so richtig, wo man ist. So, jetzt haben wir es. Angeschnallt ist es auch. Wunderbar. Ziehen wir den mal vorsichtig ein Stückchen raus. Okay, haben wir eigentlich ganz gut hingekriegt. Jetzt können wir das schon mal wieder einfahren. Den vielleicht auch noch ein Stück hoch machen. So, das müsste genau passen. Wunderbar. Die drehen wir jetzt auch nur ein Stückchen rüber. So, können die dann einfach hier hinten mal absetzen. Ja, komm, die machen wir so ein bisschen mittig. Das sieht dann auch schön aus. Und ich glaube, ist auch das Gewicht ganz gut verteilt. So, das passt. Gut, einfahren das Ganze. Dann Ladung sichern und dann können wir zur Baustelle. Ja, der Helfer ist ja auch noch fleißig zugange. Der hat ja auch noch ein bisschen was zu kämpfen, ne? Der hat ja ziemlich viel Beton zu gießen. Man sieht es auch unten an dem Auftrag. Der ist noch da ganz schön am Rödeln. Können jetzt nochmal kurz gucken, wie weit der da ist. Ja, hat er fast geschafft, alles klar. Da wollte ich jetzt gar nicht hin. Das ist falsche Seite angeklickt. Da wollte ich hin. So, dann können wir hier den Baumodus verlassen. Da muss man immer nur darauf achten, dass das Ganze in der richtigen Position ist. Wenn der Kran nur seitlich ein bisschen falsch geschwenkt ist, dann ja, wird das nicht als endgültige Einfahrposition sozusagen erkannt. So, und bevor wir jetzt irgendeinen Mist machen, werden wir natürlich erstmal die Ladung befestigen, weil das möchte ich schon gesichert wissen. Ne? Vor allem, wenn der Olle Solaris dann wieder fährt. So, und dann werden wir uns jetzt mal auf den Weg zur Baustelle machen. Das heißt, wir werden erstmal hier ein wenig herausrangieren. Denke mal, so passt das. So, zum Glück waren es wie gesagt die kleinen Abwasserrohre, nicht die großen. Das ist ganz gut. So, und dann flitzen wir mal darunter. Mich interessiert jetzt mal ganz kurz, wo der uns hinlotst oder wie der uns fährt. Sportpark. Ach, das ist ja direkt hier um die Ecke. Dann ist das ja gar nicht so schlimm. Klar, ich habe ja von der anderen Seite nur das Fahrzeug geholt, aber ich habe da ja im Prinzip nicht die Baustelle. Also dann passt das ja sogar ziemlich gut hier mit dem Sportpark. Wunderbar. Haben einen relativ kurzen Weg. Und ja, haben ja auch noch ein paar Minuten Zeit. Dann können wir auch noch ein bisschen was abladen. Das ist supi. So. Wenn wir das Ganze jetzt mal darüber fahren. Wie gesagt, Sportpark ist nicht allzu weit entfernt. Und es gibt natürlich auch wieder wertvolle Kilometer für unsere Erfolge. Ja. Bin ich ja auch mal gespannt, was wir an Erfolgen noch erreichen jetzt bis zum Ende des Let's Plays. Ich meine, es sind ja noch ein paar Folgen. Ist ja nicht so, dass das jetzt gleich morgen oder nächste Woche zu Ende ist. Aber ja, trotzdem einfach mal gucken, wie weit wir hier noch unser Ziel erreichen. Ha, der Sportpark ist direkt neben der Gärtnerei. Das ist natürlich taktisch gut. Oh, mal schauen. Dürfte jetzt nicht mehr allzu weit sein. Puh, und man merkt doch schon, der LKW kämpft ein bisschen, weil der hat dann doch einiges hinten drauf wieder an Ladung. So, und hier vorne ist schon der Sportpark. Wunderbar. Vor lauter Freude habe ich hier schon gleich wieder den Poller umgesetzt. So, dann werden wir jetzt mal gucken, wo wir das Ganze hinstellen müssen. Als erstes war ja der Rollrasen gefragt. Da müssen wir dann mal gucken. Oder ob wir das vielleicht sogar in eine einzige, ja, Ablagefläche bringen müssen. Das sehen wir dann auch gleich. Aber das gucken wir uns jetzt gleich mal ganz in Ruhe an. So, einmal um die Kurve. So, da rechts ist gleich die Baustelle. Da können wir jetzt auch, weil kein Verkehr ist, ruhig ein bisschen weiter ausholen. Weil der Problem ist, die haben die Barken so ein bisschen ungünstig dahingestellt. Das ist natürlich sehr, sehr blöd. So, einmal hier rein. So, jetzt gucken wir mal gerade. Da hinten müssen wir hin. Ja, hier ist ein Baufahrzeug. Und dann können wir auch hier rumfahren. So. Wir gucken, dass wir irgendwo auch einen Punkt erwischen, wo wir nicht über den hohen Bordstein müssen, weil das ist auch nicht wirklich gesund. Ich glaube, wir können hier vielleicht so ein bisschen hochfahren. Denke mal, das geht dann ein bisschen einfacher. So, und jetzt schauen wir mal, wo das Ganze hin soll.
Okay, so ziehe mich hier in die Mitte. Das ist aber, denke ich mal, erstmal kein Problem. Dann werden wir das hier einfach noch abstellen. Ich denke mal, da kriegen wir sogar noch ein Teil abgeladen. Das müssten wir eigentlich gut hinkriegen. Das heißt, wir klappen mal die Stützfüße aus. Jo, und müssen natürlich die Ladung noch lösen. Sonst kriegen wir da wahrscheinlich nicht wirklich viel rausgehoben. Sodle, einmal das. Dann einmal bitte kurz die Ladung lösen. So. Goodie. Einmal wieder einsteigen in den Baumodus und gleich das Ganze hier schon mal aufklappen. Ja. Auch eine interessante Perspektive. So, und ich würde sagen, wir machen auch das so, dass wir von hinten anfangen abzuladen. Das heißt, wir schnappen uns erstmal den Kollegen hier. So, gleich hier noch ein bisschen hoch, dass der nicht. Genau, so passt das wunderbar. Aber halt, wir brauchen ja eigentlich erst den Rollrasen. Aber ich glaube, das geht trotzdem. Das müsste funktionieren, dass wir beides einfach da reinbringen. So, bringen wir den schon mal ein Stückchen nach hinten. So, der große Bauabschnitt ist fertig. Der Hilfsarbeiter hat gerade es geschafft, das zu gießen. Das bringt natürlich einen Haufen Kohle. So, genau. Damit ist das schon mal erledigt. Jetzt gucken wir mal gerade, was der Vorarbeiter als nächstes noch zu tun hat. Ja, das kann man noch machen. Das sind 6 Minuten. Das werden wir heute zwar auch nicht mehr fertig kriegen, aber zumindest kann er ja da schon mal ein bisschen weiter rödeln. So, dann fahren wir den Haken wieder ein. Mal gucken, vielleicht hänge ich auch heute noch eine Minute dran. Wir machen zumindest den Pritschenwagen leer. Das wäre, glaube ich, ganz cool, wenn wir das so erledigt kriegen. So. Gut, okidoki. Stückchen nach vorne noch, halt. Stückchen nach vorne noch. Ich möchte ja, wie gesagt, die richtige haben. Oh, die will er nicht. Warum nicht? Stehen wir da seitlich falsch? Nö, eigentlich nicht. Ah, jetzt haben wir sie. Okay, dann heben wir die mal so ein bisschen zur Seite raus. Okay. So passt das doch wunderbar. Dann können wir die auch gleich noch ein bisschen ausklappen. So, und dann stellen wir die gerade zu der anderen. Dann haben wir nämlich die erste Teilaufgabe auch schon gleich erledigt. Ah, das war jetzt nicht so wie geplant. Falsche Taste erwischt. Ich wollte die eigentlich noch ein Stückchen hier rüber schaffen. Zum Glück sind das Kunststoffrohre. Da ist das nicht ganz so schlimm. So, die fahren wir mal ganz nach vorne raus. Setzen die hier mal runter. So, damit ist der Teilbereich erledigt. Und wir können es noch an den Rollrasen machen. Ich denke mal, das kriegen wir heute sogar soweit noch fertig. So. Hier gleichzeitig mal den Arm ein bisschen verkürzen. So. Da müsste man eigentlich dann ziemlich genau da an der Palette rauskommen. Vielleicht noch ein Stück runter. So, das sieht gut aus. Heben wir die gleich so raus. Ha, klappt ja wie am Schnürchen. So, und falls ihr noch ein bisschen Gepolter im Hintergrund hört, liebe Freunde, das ist meine Freundin, die räumt da gerade an meinen Klamotten weiter und im Schrank, weil in der Zeit, wo ich hier aufnehme, will sie natürlich auch gucken, dass es bei mir hier ein bisschen vorangeht. Ja, einmal hier abwärts. So, wunderbar. Nächste Palette drin. Ach, das klappt gut. Ja, dann kriegen wir die 3 Paletten heute auch locker noch raus. Dann haben wir nämlich das Thema auch schon erledigt und können uns dann an den nächsten Arbeitsschritt machen. Denn wir wollen natürlich ja auch noch ein bisschen Geld verdienen. Die Maschinen kosten richtig Kohle und die haben wir zwar eigentlich, aber sicher ist sicher, wenn man 2 Millionen hat, tun 3 dann auch nicht weh, ne? So, nächste Palette raus. So, die können wir mal hier drüben dann hinstellen. Ich denke mal, das passt dann auch soweit. So. Ah, da stehen die doch eigentlich ganz gut. Noch ein Stück runter. Voilà. Nächstes auch fertig. Ihr seht, das geht richtig zügig jetzt. So, und jetzt brauchen wir noch 2 Paletten. Und dann haben wir es, glaube ich. Weil dann haben wir die 4 Paletten Rollrasen. Mich wundert es nur gerade, dass der Teilabschnitt noch nicht so sich nach vorne entwickelt. Irgendwie scheint da was noch nicht gezählt zu haben. Oder ist es nur ein Anzeigefehler? Das müssen wir gleich mal testen. So, da müssen wir jetzt nochmal ein bisschen tricksen. Ein bisschen hoch, ein bisschen runter. So. Dass wir die anständig hochkriegen. Ja. Wunderbar. Und dann stellen wir die hier vorne mal rein. Da brauchen wir nicht bis ganz hinter zu fahren. Obwohl, so weit ist es auch nicht bis hinter, ne? So, setzen wir die mal ab hier. Ah, eben hat es. Ups.
Ups, ups, ups. Lass mal am besten mal los. So, da hat er eben wohl mal kurz gehangen, aber ist ja kein Problem. Hauptsache, er wertet die Gesamtsache, ne? So, dann noch einmal Rollrasen und wir haben die nächsten zwei Teilabschnitte erledigt. Ja, wunderbar. Und das noch fast pünktlich zum Ende der Folge. Also das ist natürlich dann doppelt gut gelaufen. So, einmal hier das Ganze noch einkassieren. Oh, rüberfahren. Und damit haben wir dann alles vorbereitet. Abwasserrohre und Rollrasen liegen bereit. Die können dann verarbeitet werden. Ich denke mal, wir werden gleich mit dem Pritschenwagen noch ein bisschen auf Seite müssen. Und dann können wir mal schauen, was sich daraus tut. So. Vor allem bin ich mal gespannt, ob der Rasen dann anders aussieht. So, mach den Bereich frei. Das ist klar. Das heißt, wir fahren das Ganze mal schon ein. Und dann schauen wir nochmal zum Schluss jetzt, was uns ja, das Ganze hier gebracht hat, wie das Ganze dann am Ende aussieht. So, den ganzen Aufbau noch einfahren. So, wunderbar. Damit sind wir dann da aus der Sache raus. Kurz die Stützen einfahren. So, und hier versuche ich mal rückwärts rauszufahren, weil ich einfach mal beobachten will, wie sich das jetzt entwickelt. So, die gehen wir mal ein Stückel zurück. Nein, jetzt geht natürlich in die Ansicht. Toll. Ich möchte ja eigentlich. Ah, wow. Oh, Rollrasen fertig. Okay, jetzt müssen wir den nächsten Bereich verdichten. Wow, das hat 2500 Erfahrungspunkte gebracht. So, wo ist der nächste Bereich? Wow, das ist da hinten der. Alles klar. Das heißt, da hinten müssen wir dann in der nächsten Folge wieder mit der Rasenwalze arbeiten. Das ist eigentlich gut, denn dann können wir, wie gesagt, das nochmal probieren, einfach mit vorwärts und rückwärts fahren und damit wäre das Thema erledigt. So, wir schauen nochmal schnell, was jetzt unser Vorarbeiter macht hier. Der dürfte ja auch bald fertig sein. Jo, das kriegt er dann hin. Dann kommt nochmal ein riesen, riesen Abschnitt. Wow, nochmal Elemente gießen. Das würde ich mir gerne auch vielleicht mal kurz angucken, wie groß das Ganze ist. Und ansonsten war es das erstmal für heute. Ich sage erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus und tschüss.